Einen wunderschönen Donnerstagmorgen und herzlich willkommen zur Besprechung der Charts im US-Dollar, japanischen Yen, Euro-Australdollar und Euro-Singapur-Dollar. Das die drei Charts für den heutigen Handelstag. Allen Live-Zuschauerinnen und Zuschauern hier an dieser Stelle sei gesagt, wer Fragen oder einen Wunschmarkt hat, bitte direkt in die Chats einschreiben. Dann kann ich direkt auch auf die Wunschmärkte mit eingehen. Bevor wir in die Handelsideen hineinstarten, wie immer der wichtige Risikohinweis. Sie sehen ihn hier in Gänze abgebildet. Das möchte ich Sie bitten, auch so zur Beachtung zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Elena und Olaf, einen schönen guten Morgen. Ja, gestern kam ja ordentlich Bewegung in die ein oder andere Währung hinein, nachdem die FED die Pressekonferenz geführt hat und gesagt hat, jupp, Zinsenanhebung dieses Jahr, wahrscheinlich eher nicht. So what? Das war mal ein Paukenschlag. Ich glaube, das hat die Märkte oder das haben die Marktteilnehmer so in dieser Form nicht wirklich erwartet. Aber warten wir mal ab, was sich am heutigen Handelstag alles so ergibt. Günstige Zinsen sind ja auch immer gut und die Aussicht auf weiterhin billige Zinsen könnte natürlich auch gut für die Wirtschaft in den USA sein. Aus dem Grund hat die Zentralbank hier ja auch auf das Beachbook entsprechend reagiert und sich, ja sage ich mal, etwas flexibel gestaltet. Hintergrund war, das war aus den Worten von Herrn Powell zu hören, die Tatsache, dass man nicht genau weiß, wie sich das Thema Brexit und wie sich das Thema Handelsstreit weiter gestalten wird. Und da sieht man halt Risiken für die US-Wirtschaft und aus diesem Grunde hier die Botschaft, wahrscheinlich keine Zinsanhebung im Jahre 2019 zu machen. Das war gestern. Schauen wir in die Charts für heute hinein. Bevor wir das tun, natürlich immer der Blick in die Nachrichten. Das machen wir ja heute wie jeden Morgen, weil das die Standardvorbereitung hier für den Markt ist. Das heißt, wir blicken hier nach Großbritannien in die Eurozone und die USA und da sehen wir einige wichtige Meldungen heute. Wir starten um 10.30 Uhr in Großbritannien. Da gibt es die Einzelhandelsumsätze für den Monat Februar. Dann um 10 Uhr in der Eurozone hier das EU-Gipfeltreffen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit eines der Themen dort, der Brexit. Da gab es ja die, sag ich mal, den Brief an die EU von Frau May mit der Bitte, die Verschiebung des Brexit-Austritts in Gang zu bringen. Mal gucken, was es da wird. Um 13 Uhr gibt es aus Großbritannien den Zinsentscheid der BOE und um 13.30 Uhr aus den USA dann den Philly Fed Herstellungsindex. Um die Einzelhandelsumsätze drumherum gibt es um 10.30 Uhr aus Großbritannien noch ein paar weitere Nachrichten. Hier haben wir dann auch noch alles zusammen im Zusammenhang mit dem Zinsentscheid, Abstimmung für die Senkung, Erhöhung und so weiter und so fort. Das ist immer ein zusammenlaufendes Prozedere hier. Wir bekommen um 13.30 Uhr aus den USA noch die Leistungsbilanz für das Quartal 4, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und seitens der Philly Fed noch die Beschäftigungsdaten. Mal hier einen schönen guten Morgen. Also das zu den wichtigsten Nachrichten. Das ist nicht vollständig, das ist ganz klar. Ich kann ja nicht die ganze Welt mit den Nachrichten abdecken. Das heißt, bitte an dieser Stelle auch immer für die eigenen Trades, für das eigene Portfolio angepasst, die individuellen Marktnachrichten mit herausfinden, weil das kann die Märkte ordentlich bewegen. Das haben wir ja gestern gesehen. Das werden wir auch gleich entsprechend mit in den Charts sehen. Ich mache gleich mal hier auf den Markt hier im MetaTrader 4 mit dem Stereo-Trader Add-on obendrauf. Übrigens, wer nicht genau weiß, wie er dieses Add-on findet, ich möchte es nur mal ganz kurz zeigen. Der geht bitte einfach hier auf die Website von Tickmill. Hier oben sehen Sie die Internetadresse eingeblendet, tickmill.co.uk. Und dann geht es fix auf die deutsche Seite. Das kann man hier drüben einstellen. Da findet man alle Informationen, auch die super Konditionen hier zu den Kontoarten. Schauen Sie ruhig mal rein. Das ist sehr wichtig. Hier die ganzen Instrumente, über 80 Instrumente kann man hier handeln. Man muss sich nicht immer nur auf den DAX und den Euro beschränken. Das Potpourri ist offen, sehr, sehr schön, hervorragend. Alles, was ein Händler zum Traden braucht, auch unter Top-Konditionen. Und bei den Werkzeugen finden Sie hier den Stereo-Trader. Der Stereo-Trader kostet normalerweise Geld, aber für alle unsere Kunden hier bei Tickmill, die ein Konto von mindestens 1.000 Euro haben, gibt es den quasi for free obendrauf. Und hier finden Sie alle Informationen zum Stereo-Trader. Und den können Sie einfach an dieser Stelle auch mit nutzen, um hier mit dem MetaTrader 4 deutlich besser auch agieren zu können. Schauen wir jetzt aber
aus der Website von Tickmill hinein in die Charts. Was haben wir hier? Wir hatten bis gestern Nachmittag, beziehungsweise bis gestern Abend, hatten wir hier eine Situation, korrektive Phase im US-Dollar, japanischen Yen. Hier, wir sehen es, wir haben abfallende Oberseite, ansteigende Unterseite, halt ein Dreieck innerhalb einer korrektiven Phase. Hier sieht man auch untergeordnet den Trend mit am Laufen. Trendtief hatten wir hier unten auch im Bereich des großen Trendtiefs hier um die Marke von 110, 300. Das ist momentan der Support hier auch auf der Unterseite. Aber gestern, nachdem die Fed getagt hat, ist hier was passiert. Und zwar der Bruch. Zack, wir sind unten drunter rausgefallen. Also keine klassische bullische Auflösung dieses Kursmusters, sondern wir sind unten drunter reingefallen. Haben hier das Zwischentief von 110,782 unterschritten. Bedeutet also, wir haben jetzt hier untergeordnet einen Abwärtstrend laufen. Und der hat selbstredend hier das Potenzial, diesen kleinen Aufwärtstrend, den wir hier am Laufen haben, auch kaputt zu machen. Das heißt hier Zwischenpunkt 110.300 ist eine wichtige Marke. Fallen wir hier drunter, dann ist der Weg erst einmal frei hier in den nächsten Supportbereich um die 109.557. Der ein oder andere wird sich jetzt fragen, wieso ich hier so einen kleinen Zacken reingemalt habe. Das könnte man ja auch als Bewegung sehen. Ist korrekt, grundsätzlich kann man das so sehen, aber nichtsdestotrotz, man spricht ja davon ein höheres Hoch. Wir liegen halt nun mal hier drüber, das hat es hier gegeben, danach leichte korrektive Phase. Deswegen der Zacken hier, deswegen etwas Supportbereich an dieser Stelle. Das hat schon gewisse Möglichkeiten hier einen Support auch zu geben. Das heißt, wenn wir hier drunter fallen, die Abwärtsdynamik, der Abwärtstrend, der laufende hier sich fortsetzt, dann haben wir als nächsten Anlaufpunkt, wie schon gesagt, auf der Unterseite den Support hier. Aber wenn die 110.300 halten, dann haben wir auch die Chance, noch innerhalb dieser Phase hier wieder nach oben zu drehen. Ja, da hat es zwar das Kursmuster hier oben zu hauen, als wir unten durchgebrochen sind, aber nichtsdestotrotz, wir haben die Chance nach oben. Das heißt, wenn dieser Abwärtstrend hier, den wir auch in der Stunde sehen, nach oben rumdrehen, dann haben wir die Möglichkeit, erst einmal wieder ein Stück weit hochzulaufen. Im Sinne der Korrektur dieser Bewegung, die wir hier sehen, dann natürlich erst einmal ein Stück weit hoch. Hier oben Anlaufpunkt bei 111.692 beziehungsweise hier der kleine das kleine Zwischenhoch unter dem Top des vorhergehenden Trends bei 111.895. Und weil wir jetzt gerade so viel über die Stunde gesprochen haben, mache ich das selbstverständlich auch mit Ihnen zusammen mal in der Stunde noch. Heißt also hier an dieser Stelle, ich ziehe es mal ganz kurz nach oben, da muss ich nur die Historie mal ein bisschen verändern, dass wir hier mehr sehen. Das ist das, was ich meine. Das ist das, wo ich immer sage, Nachrichten bewegen die Märkte. Da mache ich übrigens nächste Woche Mittwoch auch ein Webinar mit BrokerDeal zusammen, wo es um das Thema News Trading geht. Hier haben wir sozusagen mal den Wert innerhalb der Spanne gehabt, im Dreieck, wo man sieht, alles läuft schön zusammen. Und dann gab es halt hier diesen megamäßigen Knall, nachdem die Fed getagt hat, beziehungsweise die Pressekonferenz da war. Das hat hier einen ordentlichen Rutsch dann im Nachgang nach unten auch gebracht. Von der Seite her, das ist hier der Schub nach unten und der setzt sich jetzt halt fort. Und hier kommt es jetzt wirklich drauf an, was passiert. Laufen wir weiter runter, dann müssen wir uns nach unten orientieren. Kommt es hier zu einer Bodenbildung, der Markt trendiert nach oben. Aus jetziger Sicht müsste er dann sozusagen hier über dieses Hoch drüber gehen. Dann haben wir schon die Chance, dass wir ein Stück weit nach oben laufen können. Wohin? Ich weiß es nicht. Hier zwischendrin haben wir keine Anhaltspunkte. Das heißt, da verlässt man sich dann einfach auf die Trends, die wir in der Stunde sehen, wo wir sehen, wo Absicherungs- und Gewinnmitnahmeorders hier an dieser Stelle den Markt bewegen, nach oben oder nach unten. Und das können wir dann selbstredend zum Trading nutzen. Schauen wir in den zweiten Markt hinein und zwar hier in Euro-Singapur-Dollar. Heute mal ein Stückchen weiter weg mit dem Euro in die asiatische Richtung rein. Aber es gab hier eine interessante Bewegung gestern. Ich muss nochmal kurz den Chart aufmachen. Euro-Singapur-Dollar, da ist er. Es gab gestern eine sehr, sehr interessante Bewegung hier im Euro-Singapur-Dollar. Das muss ich gleich mal zeigen. Deswegen hat er heute den Weg auch mit hier rein geschafft. Und zwar, das zoome ich mal kurz wieder etwas größer, damit wir hier das Wichtige sehen. Erst einmal, wir hatten hier die letzten Tage übergeordnet das Bild, das haben wir jetzt immer noch, hier übergeordnet, selbstredend, abwärts gerichtet, ganz klar. Hier oben um die Marke von 1,54242, da ist das Top der aktuellen Korrektur. Hier, da ist das Tief bei 1,52050. Von dort aus sind wir in die korrektive Phase gestartet und wir hatten jetzt die ganzen letzten Tage hier oben um die 123,5 einen Deckel drauf. Da sehen wir immer, der Markt wollte nicht so richtig hoch,
Aber wenn wir uns die Kerzen anschauen, es gab auch keinen richtigen Abwärtsdruck. Das heißt, hier wurde zwar immer das Hoch genutzt, um zu verkaufen, aber die Tiefs wurden auch immer wieder genutzt, um zu kaufen. Das ist kein bärisches Zeichen. Das ist eher ein Zeichen, dass der Markt richtungslos ist, dass er sucht. Aber gestern ist es dann passiert, wir sind oben drüber gelaufen. Wir sind ordentlich rausgekommen. Wir haben hier ein wichtiges Level aus dem Stundentrend mit rausgenommen. Das heißt, das ist doch ein Zeichen, dass die Korrektur hier längst nicht zu Ende ist. Und das wahrt selbstverständlich auch die Möglichkeit oder die Chance, dass wir sogar hier über dieses Trendhoch drüber laufen können und dazu dann den nächsten Hochpunkt anlaufen können. Das heißt, hier haben wir momentan eher den Schub von unten nach oben. Wir sehen es, wie die Kerzen hier aussehen. Das sind eindeutig immer schöne Kaufkerzen. Heißt also, was müssen wir jetzt beachten? Wir müssen mal schauen, was hier am Tageshoch geschieht, ne? Kommen hier wieder Verkäufer rein, dann kann man kurzfristig Abverkauf des letzten Tageshochs, also von gestern, hier in die Gegenrichtung spekulieren. Das heißt, kurzfristig traden, hier oben einfach bei im 5-Minuten-Chart beispielsweise auf Umkehrformationen gucken und dann kurzfristig runtertreten. Schieben wir es aber oben drüber, schafft es der Markt über das Tageshoch von gestern? Das haben wir liegen hier bei dieser Kerze, liegt es bei 1,54. 0,65. Wenn wir da drüber laufen, dann waren wir hier die Chance, erst einmal hier oben in diesen Top-Bereich reinzulaufen. Laufen wir oben drüber, mittelfristig können wir dann die Chance wahrnehmen, weiter oben anzusteigen. Ein Bruch nach unten, wie schon gesagt, wenn wir abprallen und die Märkte tiefer laufen, dann müssen wir einfach schauen, was passiert. Wir haben hier eventuell einen Support um die 1,53, 5,20. Wir haben in diesem Bereich auch das Tagestief von heute liegen. Das haben wir hier unter die Marke oder an der Marke von 153, 4,98. Das heißt, da ist ein Support da, bricht das komplett weg, deutlich weg. Dann haben wir hier noch das Tagestief von gestern bei 153,10. Erstmal als naheliegende Anlaufpunkte. Da muss man sehen, innerhalb von einem Tag wird es dann wahrscheinlich relativ schwierig, diese tieferen Marken noch mit anzulaufen. Deshalb erst einmal der Fokus hier drauf. Momentan will der Markt aber nicht so richtig runter. Das sehen wir auch sehr, sehr schön im Trendverlauf der Stunde. Die ist schön nach oben gerichtet. Wir sehen das hier erst einmal hier. Gab es die lange Zeit den Seitwärtslauf und dann die Auflösung gestern. Korrektur jetzt gehabt und wir sehen es auch wieder hier in diesem grau markierten Bereich. Das ist ein bisschen so ein Support. Da sind die Märkte direkt wieder hochgestupst. Heißt also hier, die 5 Minuten laufen schon wieder aufwärts. Und wenn wir hier aus den 5 Minuten wieder nach oben drehen, das wäre dann interessant zu sehen, was passiert und was dann selbstredend hier oben am Tageshoch von gestern auf uns wartet. Möglicherweise ein Schub nach unten, möglicherweise der Schub nach oben. Das wird sich dann zeigen. Das passiert alles hier oben. Das heißt, hier gibt es dann entweder die Abprallstrategie oder die Fortsetzungsstrategie, je nachdem, wie die Märkte sich hier an dieser Stelle dann auch verhalten. Und damit rein in den letzten Chart für heute aus den drei die wir besprochen haben. Hier blicken wir in Euro-Austral-Dollar rein. Im Euro-Austral-Dollar, da sehen wir hier oben einen Bereich, den sehen wir hier bei 1,60717, also in dem Drehraum 1,607. Hier war der Deckel drauf, bis wir drüber gegangen sind. Danach sind wir drunter gefahren und kommen nicht so richtig aus dem Knick da oben. Das heißt, wir sehen hier diese Marke um den Bereich, wo sich dieser Aufwärtstrend gebildet hat. Und hier diesen Abwärtstrend, den wir hier laufen haben, rausgenommen haben, da kommt noch nicht so richtig Kaufstärke aus. Ne? Wir sehen es hier oben, drüber, Abverkauf, hier sind wir rangelaufen, Abverkauf, hier sind wir gestern wieder reingelaufen, Abverkauf, heute laufen die Märkte wieder runter. Heißt also, was bedeutet das denn jetzt hier? Wir sehen hier den Schwung nach oben untergeordnet, der Aufwärtstrend, der ist jetzt weggenommen worden. Das ist ein Schub, der hat sein Tief hier bei 1,58,955 bekommen, von dort aus sind wir wieder hochgelaufen, aber hier oben ist der Deckel drauf. Jetzt kommt es darauf an, was passiert. Fallen wir unter diese Marke hier unten drunter drüber oder besser drunter durch, unter die 1,58,955, bildet sich untergeordneten Abwärtstrend. Den haben wir dann hier selbst, also so in dieser Art liegen. Ich muss das nochmal ganz kurz einzeichnen, damit man das visuell besser auch auf dem Schirm hat. Das mache ich mal hier auch in Rot. Heißt also, wir sehen dann hier sozusagen die erste initiale Abwärtsbewegung, dann den Schub nach oben, der hier momentan nicht drüber hinauskommt. Und wenn wir da unten drunter laufen, good morning, Joseph, nice to see you in my webinar, hier unten drunter laufen, dann haben wir hier untergeordnet erstmal wieder einen Abwärtstrend. Das ist jetzt alles noch nicht ganz so schlimm, weil wir haben ja hier diese Bewegung von unten gestartet bekommen. Das heißt, wir haben hier unten drunter den Support. Im Sinne dieses Aufwärtstrends ist es ja auch ohne weiteres möglich, dass wir unten entsprechend reinlaufen und das Ganze hier als Möglichkeit, um den Trend nach oben wieder reinzubekommen, aus der tiefen Korrektur heraus zu traden. Das haben wir hier unten. Wenn der Markt dieses Szenario spielt,
Dann fallen wir zwischenzeitlich erst einmal hier unter dieses Tagestief drunter. Da lege ich auch mal gleich noch eine Linie ran. Hier das Tagestief haben wir liegen um die Marke von, naja, ganz knapp 1,59289 hier in diesem Bereich. Wenn wir da drunter fallen, dann stehen die Wahrscheinlichkeiten gut, dass wir diesen Punkt erstmal anlaufen. Bricht das Ganze, wie schon gesagt, haben wir Abwärtstrendbildung, also einiges da. Drehen wir allerdings rum. Bleibt das, was wir hier an Aufwärtsdynamik haben, erhalten und der Markt hält vor diesem Punkt um, dann haben wir die Chance, dass dieser Aufwärtstrend in der Stunde weiter nach oben laufen kann. Sehen wir also noch einmal in den Markt rein. Wenn wir hier in die Stunde schauen, dann sehen wir genau das, was ich gerade auch gesagt habe. Der große Schub hier, den wir hier gehabt haben, also Bewegung, Korrektur, Bewegung, findet jetzt gerade seine Korrektur und hier unten ist halt die Marke der Entscheidung. Hier ist die entscheidende Stelle. Laufen wir hier drunter, ist dieser Trend Geschichte, dann sind wir mit diesem Trend in die Abwärtsrichtung komplett unterwegs. Also nicht nur Korrekturtrend, sondern richtungsgebender Trend. Und das wäre dann die Tatsache, dass wir hier im Tageschart sozusagen in die unteren Bereiche reinlaufen. Drehen wir vor dieser Marke hier um. Dann haben wir alle Chancen offen, dass wir hier mit Blick in die Stunde wieder, wenn die Stunde den großen Richtung vorgibt, ist das hier jetzt der Korrekturtrend. Wenn wir dann wieder nach oben laufen, dass wir dort dann wieder in Richtung der Aufwärtsrichtung der Stunde laufen, beziehungsweise in Richtung der großen Aufwärtsrichtung hier des Tages. Also auch hier ein Markt, wo beides gut und gerne möglich ist, wo man sich als Händler je nach eigenem Zeithorizont gut austoben kann. Von der Seite her interessant, das Ganze im Blick zu haben. Jetzt schaue ich mal noch in ein paar Fragen rein. Fragen sehe ich jetzt gerade hier im GoTo-Webinar beziehungsweise im Facebook nicht. Da möchte ich an dieser Stelle gerne noch den Hinweis auch geben für morgen. Morgen ist wieder Freitag, da machen wir die große Chartschau bei den Indizes. Wir machen die Wochenvorschau für die wichtigsten Nachrichten, wie letzte Woche auch, das habe ich ja letzte Woche eingeführt, einen Rückblick über die wichtigsten Nachrichten in dieser Woche und dann schauen wir hier im edukativen Teil, edukativ diesmal etwas anders, aber wir schauen ja schon einige Zeit auf die US-Konjunkturwirtschaftsberichte, das heißt hier blicken wir regelmäßig in das Beachbook rein und ich habe mich jetzt entschieden, das gibt es ja auch für Deutschland, da gibt es den Konjunkturbericht, der kommt regelmäßig und wenn der kommt, der wird immer veröffentlicht, damit wir auch wissen, was bei uns in Deutschland in der Wirtschaft los ist, was die großen Marktteilnehmer hier auch bewegt, die Firmenlenker, gucken wir uns den Konjunkturbericht von Deutschland an, das machen wir dann morgen nach der Besprechung der Handelsideen. Also ich lade alle ein, morgen auch wieder dabei zu haben, Fragen beantworte ich natürlich gern an dieser Stelle. Ein Dankeschön für die Zeit heute Morgen, allen gute Trades und dann morgen um 8.30 Uhr wieder live, vorher selbstredend im Blog-Eintrag. Bis dahin, allen eine gute Zeit. Tschüss.